Wort hat die Frau Abgeordnete Schardt-Sauer, FDP-Fraktion. Marion, bitte. Werter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Den Landeshaushalt auf zwei Jahre im Voraus zu planen, ist der Vorschlag mit diesem Doppelhaushalt, mag eine gewisse politische Berechtigung haben. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ist es angemessen, in diesen Zeiten, viele Vorredner haben es schon erwähnt, Krisen, von denen wir nicht wissen, wo wir uns in den nächsten Monaten geopolitisch, ökonomisch oder energiepolitisch befinden werden. Ist es da angemessen, gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes jetzt für zwei Jahre einen Haushalt festzulegen? Wir Freien Demokraten sehen das kritisch. Wenn die Landesregierung wirklich daran interessiert ist, und das haben wir ja jetzt schon sehr intensiv gehört, dass sie das angeblich vorhabe, Wohlstand und Planungssicherheit in Hessen zu bewahren und zu fördern, dann hätte sie hier und heute nicht diesen Weg gewählt. Bereits die nähere Zukunft ist, wie im Übrigen selbst in der Rede des Finanzministers, mit Ungewissheiten von großer Unsicherheit geprägt. Der rücksichtslose Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, man kann fast sagen, täglich, wöchentlich explodierende Sach- und Energiepreise und damit Inflationsraten weit jenseits der geldpolitischen Ziele der Zentralbanken, ein drohender Gasmangel, wieder neue Lecks an Gaspipelines heute und eine ungewisse protektionistische Tendenz der Weltmärkte. Werte Kolleginnen und Kollegen, all das eröffnet so viele Szenarien, so viele Unbekannte, gerade für Haushaltsplanung, für den Verlauf schon dieses Winters wie selten zuvor. Eine Projektion bis Ende 2024 ist da nahezu unmöglich. Und daher, wir Freien Demokraten hätten gerade in dieser Situation, um angemessen zu reagieren, vor allem hier im Parlament zu reagieren, eine einjährige Haushaltsplanung für 2023 im Namen der haushaltspolitischen Stabilität des zeitnahen Agierens sehr begrüßt. Stabilität, ein Begriff, von dem wir nie so weit weg waren. Private Haushalte, Mittelstand, davon würden diese ein wenig profitieren. Denn nach zwei Jahren Pandemie, oder zweieinhalb sind es ja jetzt schon wieder, und staatlichen Maßnahmen stehen viele gebeutelt da. Nicht alle haben überlebt im Bereich der Wirtschaft. Und es geht noch heftig weiter. Die Kostenexplosion für Energie und Sachgüter, die Entwicklung der Kaufkraft. Ich glaube, da hätte uns allen vor Monaten noch die Fantasie für gefehlt. Und auf die Geldpolitik der EZB, darauf muss man hier auch einmal hinweisen, können wir uns zur Bekämpfung des Kaufkraftverlusts nicht verlassen. Die EZB hat ihren Kernauftrag, den hat die Bundesbank mal wunderbar erfüllt, Geldwertstabilität schlicht verschlafen. Seit Sommer 2021 schon. Ich weiß, das Protokoll, Herr Finanzminister, Sie haben ein bisschen gesagt, was wollen Sie da mit Inflation, Frau Kollegin Schardt-Sauer? Na ja, Sommer 2021 fing sie schon an zu steigen, die Fieberkurve. Und jetzt ist sie bei 10% gelandet. Wir hoffen, sie legt wenigstens mal eine Bremsstation ein. Was wir aktuell, gerade wegen dieser Inflation, und das ist etwas, was die Bürgerinnen und Bürger jeden Tag jetzt betrifft, jeder, der von uns, wir gehen ja auch alle einkaufen, gehe ich mal von aus, und merken, was los ist. Und 10% weniger sozusagen Entwertung. Eine der besten Maßnahmen ist da eine solide Finanzpolitik. Doch leider kommt in diese Situation ein seit Jahren auftretender Webfehler dieser schwarz-grünen Landesregierung. Jahr für Jahr erhöhen sich die Steuereinnahmen, die Leistungen der Bürgerinnen und Bürger, die Aktivitäten unserer Wirtschaft, die erhöhen die Einnahmeposition im Haushalt dieses Finanzministers. Doch Jahr für Jahr und schon deutlich auch in den Jahren vor Corona, der eine oder andere erinnere sich an das Bild der Schnecke, die immer hinterherläuft,
Vor Corona gibt diese Landesregierung immer noch einmal mehr aus, als sie noch mehr einnimmt. Das ist an sich schon eine Leistung. Aber statt dieses Mehr für nachhaltige Investitionen zur Stärkung des Wirtschaftsstandort Hessen, für Innovation, für die Weiterentwicklung des Standort Hessen, für Bildung, für digitale Infrastruktur, also nachhaltig in Zukunft zu investieren, wird das Mehr an Steuergeld, das wir treuhänderisch haben, schlicht verplempert oder landet in ideologischen Projekten, werte Kollegen. Statt solcher Zukunftsinvestitionen, was bringt Hessen für die Zukunft, die wirklich sehr rau sein wird, die Aufblähung der Apparate in den Ministerien? Seit Beginn von Schwarz-Grün, Schwarz-Grün wirkt, 2014, hat die Zahl der Beamten und Tarifbeschäftigten in den Ministerien selbst, um dem Kollegen, meinem Nachredner, schon zuvorzukommen, sprunghaft zugenommen. Wir sprechen hier seit 2014 von einem unglaublichen Plus von 40,2 % bei den Beamten. Das würde ich mir bei den Lehrern und im Bereich der Justiz in der Fläche mal wünschen und bei den Polizisten auch. Da wären sie nämlich gut angebracht. Wo seit vielen Jahren leider trotz hell klingender Alarmglocken an den Schulen im Bereich der Sicherheit, das Empfinden der Bürger, nichts passiert, das ist im Bereich, wie gesagt, der Bildung. Und wie scheint es in diesem wichtigen Themenbereich denn aus? Wie ist dann die reale Ausbauquote? Herr Kollege Weiß hat es ausgeführt. Vor allen Dingen aber, was ich bei diesen ganzen Stellendiskussionen in der, vielleicht das gar nicht im Blickwinkel dieser Landesregierung, es sind ja nicht nur die Stellen, es ist ja auch das Drumherum. Ja, moderne Schule, nicht baufällig. Digitale Infrastruktur und derartige Dinge. Wo bleibt die digitale Ausstattung, die Kompetenzschulung von Lehrkräften, was schon hier so oft in Plenardebatten zitiert wurde? Wo bleibt die entsprechende Ausstattung, die zeitgemäße aller Lehrer? Das Aufstiegsversprechen, was Bildung beinhaltet, das ist dieser schwarz-grünen Landesregierung anscheinend überhaupt nichts mehr wert. Natürlich. Es ist überhaupt keine Frage, dass gerade die Fachverwaltung, z.B. bei Regierungspräsidium, leistungsfähig sein muss und auf Augenhöhe mit den immer besser aufgestellten Global Playern um sie herum, sei es Industrie, sei es Verbände, Genehmigungsprozesse, fachlich den Partnern gewachsen sein. Aber wo wir nicht mitgehen und immer wieder mahnen und jedes Jahr ihre Bilanz weiterschreiben werden und den Bürgern mitteilen werden, ist das Aufblähen des Wiesbadener Ministeriumsapparates. Gerade in diesen Krisenzeiten, wo sich viele Bürgerinnen und Bürger große Sorgen machen, wie sie das alles stemmen wollen, wie sie den nächsten Monat Dinge bezahlen, in Zeiten, in denen den Fortbestand von Teilen unseres Mittelstands, der Wirtschaft, mit einem Fragezeichen versehen ist. Da ist der Ausbau des Ministerialapparates verantwortungslos. Der Staat muss gerade in diesen Zeiten vorangehen, gerade und auch beim Sparen. Und das fehlt bei Schwarz-Grün. Wir haben heute vor einer Woche einen Wirtschaftsminister der GRÜNEN, den der eine oder andere hat eben gesagt, möchte gern Ministerpräsident bei einer Pressekonferenz seines Haushalts zum Doppelhaus. Das war ja dieses Jahr sehr modern. Jeder hat ja noch sozusagen Parallel-PKs gegeben. Nein, hat gar nichts mit Wahlkampf zu tun. Der auf die Frage einer Journalistin in der Pressekonferenz, nämlich die Frage lautete, ich darf bitte das wörtliche Zitat vortragen, wo wollen Sie denn in Ihrem Haus einsparen? Keine Antwort wusste. Was für ein Signal an die Menschen in diesen Zeiten. Sparen soll wohl nur die Bevölkerung, die Unternehmen. Die Bürger sollen weniger duschen, Waschlappen benutzen oder einmal das Geschäft zumachen. Das ist das Signal. Warum sollte, wenn nicht jetzt, der Staatsapparat sich einmal kritisch hinterfragen, alles auf den Prüfstand, jede Aufgabe, jede Ausgabe. Ein Ausgabencheck ist Pflicht in diesen Krisenzeiten für den Staatsapparat.
Stattdessen verkündet die grüne Ministerin Priska Hinz Klimacheck. Wieder Zitat. Ob schnöder Papierkauf oder ein wichtiges neues Gesetz, sämtliche Vorhaben der Landesregierung werden künftig vorab auf ihre Auswirkungen auf das Klima abgeklopft. Der Weg zu Null Emissionen ist gesetzlich vorgeschrieben. Damit kein Ressort davon abdriftet, werden die Fortschritte per Monitoring regelmäßig überwacht. Sollte es zu erheblichen Abweichungen kommen, muss das betroffene Ministerium innerhalb von 3 Monaten einen Plan vorlegen, wie es wieder auf die Spur kommen will. Zitat Ende. Berichtet die Frankfurter Rundschau zum Klimagesetz und den Vorstellungen der Ministerin zu ihrem, auch in der PK, aber da durften nicht irgendwie alle teilnehmen, zu ihrem Doppelhaushalt. Turbo für Forschung, Antriebstechnologien, Forschung z.B. resistente Getreidesorten, neue Waldbaumarten, Rohstoffverwertung im Kontext Müllbehandlung, alles Fehlanzeige. Für ein grünes Ressort ist das alles viel zu innovativ. Der Duktus lautet Monitoring, Beirat, Kontrolle, neue Stellen. Das sind die Eckpunkte. Kontrollieren, lenken, bewachen. Statt sich zu überlegen, wie es gar nicht zum Papierkauf kommt, wir haben ja gestern die gigantischen Zahlen allein aus dem Amtsgericht Frankfurt, was machen Sie da mit dem, gehört. Stattdessen bläht man Verwaltung durch Unteragenturen auf. Und ehrlich gesagt, jeder kleine Start-up-Unternehmer oder jeder kleine mittelständische Betrieb, so legt man, werte Kolleginnen und Kollegen, Wirtschaft sukzessive weiter lahm mit solchen Apparaten. Und das alles mit Steuergeld, das anderweitig fehlt im Bereich der Bildung. Aber das ist das Weltbild und die Haltung sowie der Webfehler dieser grün-schwarzen Landesregierung. Hessen hat kein Einnahmeproblem, Hessen hat ein Ausgabenproblem, und das hinterlässt Spuren. Seit 2014 ist man halt so hungrig unterwegs. Bei den Eckwerten und einer soliden Haushaltspolitik ist eines klar. Hessen könnte jetzt, wenn man nicht so hungrig gewesen wäre für solche Dinge, besser durch die Krise kommen. Aber Schwarz-Grün seit 2014 wirkt. Aufblähen, kontrollieren und lahmlegen, das ist die Devise. Bei dem Anheizen des Ausgabevolumens durch solche Projekte wird leider gerne vergessen, dass das Steuergeld von jemandem auch erwirtschaftet werden muss. Um den Mittelstand und die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler als tragende Säule unseres Landes zu entlasten, ist ein Ausgabencheck da mehr als überfällig. Ausgabencheck, werte Kolleginnen und Kollegen, das ist aus unserer Sicht auch Generationengerechtigkeit. Das ist Ehrlichkeit in der Darstellung. Nur wenn künftige Entscheider, das sind nicht, manchmal nicht schon die Generationen, noch Spielraum haben, dann kommen wir unserer Verantwortung nach. Ich bin mir sicher, dass unsere Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktionen zum Thema Ausgaben, der Kollege Kaufmann hat es ansatzweise eben schon gemacht, die angeblichen Rekordinvestitionen entgegenhalten werden. Aber wenn man sich die Zahlen genauer ansieht, fallen einem mindestens 2 Dinge auf. In Hessen hatte unter Schwarz-Grün die Investitionsquote sehr stark zu kämpfen und eher ein Schattendasein zu führen. Von 2014 bis 2020, also vor den Krisen, und als es steil bergauf ging mit diesen Einnahmen, als sie sehr lebhaft sprudelten, siechte diese Investitionsquote, was mit der wichtigste Parameter eines Industrie-Wirtschaftsstandorts sein sollte, siechte die Quote um die 5%. In den Jahren der Corona-Krise Sonderposition steigt sie, aber erstens, die Investitionen sinken nach 2023, ganz komisch, wieder. Und zweitens, wenn Sie die Werte der beiden Investitionsperioden mit der aktuellen Inflation, die kommt ja jetzt auch ins Spiel, bereinigen, haben Sie einen realen Investitionsrückgang in beiden Haushaltsjahren im Vergleich zum diesjährigen Haushalt. Und was in der öffentlichen Infrastruktur, den Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, eine moderne Volkswirtschaft in Jahren des Stillstands passiert, werte
Kolleginnen und Kollegen. Wir werden es noch intensiver von den Fachpolitikern hören. Wir haben es schon ansatzweise gehört. Das erfahren wir momentan sehr, sehr schmerzlich in diesem Land nach 16 Jahren GroKo in Berlin, die auch vergessen hat, die Abteilung Investitionen überhaupt nachhaltig zu bedienen. Bahn, Infrastruktur, öffentliche Einrichtungen, wo man hingreift. Wir überlegen uns, wie wir die Kohle von den vorübergehend wieder in Betrieb genommenen Kohlekraftwerken, wie wir die überhaupt auf der Schiene angemessen transportieren können, ob die Schienen das aushalten. Aufholbedarf im gewaltigen Ausmaß, das ist nicht unsere Sichtweise eines modernen Industriestandortes. Forschung, Innovation, Entwicklung anschieben, den Wirtschaftsstandort Hessen endlich wieder stärken und ausbauen. Wir Freien Demokraten vermissen in Ihrem Investitionsprogramm z. B. eine Energieoffensive, die eine Angebotserweiterung zum Ziel hätte. Überall in Deutschland, in allen Debatten, geht es aktuell um die Frage Substitute für russisches Gas und Öl. Vielerorts wird um Hessen herum oder wo grün wirkt, in die Zukunftstechnologie Wasserstoff investiert. Ganz schlimmes Wort, ja. Forschungsvorhaben laufen auf Hochtouren. Unser grüner Energieminister hat dazu in seiner PK kein Wort verloren. Tatsache ist aber, der Energieverbrauch in Hessen steigt an. Wo bleiben die Pilotprojekte des Energieministeriums zum Ausbau der Wasserstofftechnologie? Wo sind die Gedanken zum Ausbau des Kraftstoffs als Antriebsstoff? Wo sind die klaren Ansagen in Richtung Industrie, die Verlässlichkeit vor allen Dingen braucht, Rahmenbedingungen sichere braucht zum Fahrzeugbau, damit es auch mehr Angebot bei den Fahrzeugen gibt? Wir sind ein Industriestandort, und wir Freien Demokraten bekennen uns auch dazu. Aber man könnte bei dem, was man da alles hört und sieht, man könnte ja fast meinen, dem grünen Wirtschaftsminister ist eher an der Deindustrialisierung statt an der Förderung des Wirtschaftsstandorts Hessen gelegen. Hessen ist ein starker Wirtschaftsstandort. Seien wir stolz auf unsere Wirtschaft und diese mutigen Menschen. Wir brauchen aber grundlastfähige Produktionskapazitäten. Und darauf liefert, und das ist in dieser Zeit vorrangigste Antwort eines Energieministers, wir vermissen im vorliegenden Entwurf der nächsten zwei Jahre eine klare Antwort. Und nicht nur die Quantität, die unterschiedlichen Wege der Kontrolle, der Vorgaben, sondern auch die Qualität der Investitionen, was inhaltlich dahinter steht, muss aus unserer Sicht zunehmen. In den vergangenen Haushaltsjahren konnten wir immer wieder feststellen, dass Investitionsmittel zwar bereitgestellt wurden, aber am Ende nicht abgeflossen sind. Absoluter Spitzenreiter in Corona-Zeiten, das sogenannte Digitalministerium, dicht gefolgt vom Kultusministerium, das meistens schon an der Schwelle von ordentlichen rechtskonformen Vergabeverfahren gescheitert ist, um die Haushaltstitel abzurufen. Alle Jahre wieder wurde Zahlen wurden genannt, gerade im Bereich der Bildung, in Superlativen gesprochen. Wenn es um angebliche Rekordsummen für Mobilität, digitale Infrastruktur oder Bildung ging, dann geht mal raus und seht nichts, nichts da, nicht umgesetzt. Und da finden sich auch Spuren, nicht, dass Sie sagen, na ja, Sie empfinden das halt noch so. Aber man findet Spuren. Es gibt ja diese wunderbaren Quartalsberichte des Budgetbüros. Auch mal ein herzlichen Dank an die. Das ist ja sozusagen das Hilfsmittel des Parlaments, genau. Und gerade für uns in der Opposition sehr, sehr wichtig. Und diese Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. In vielen dieser Kernbereiche, wo übrigens diese Lobreden kaum auszuhalten sind, da fließt das Geld schlicht nicht oder nur zögerlich ab. Moderner, leistungsfähiger Staat, der noch nicht einmal anspruchsvolle sozusagen digitale Systeme ausschreiben kann. Also, wir stellen uns als Freie Demokraten unter einem modernen, leistungsfähigen Staat etwas anderes vor. Wir Freien Demokraten begrüßen, dass Sie als Landesregierung erkannt haben, und danke, Herr Boddenberg, für die Worte, dass das Aussetzen der Schuldenbremse keine Option für Haushaltsausstellung sein darf.
Das Aussetzen hat ein gigantisches Schuldenpaket verursacht. Das vergisst man ja gerne. Wir schleppen da so ein bisschen ein paar Steinchen rum, knapp 5 Milliarden € im Volumen. Dieses Schuldenpaket beinhaltet zum einen Maßnahmen, das sage ich klar, und das haben wir immer in den Debatten gesagt. Soweit der Corona-Check positiv auslief, haben wir die unterstützt. Schnell und zielgenau helfen. Im Übrigen auch in der jetzigen Krise sollte das unser Gebot sein. So sieht solide Haushaltspolitik ab. Zu vermeiden sind aber, schon mit mahnendem Blick in die Zukunft, Schuldenberge für ideologische Projekte. Das im Kern verfassungswidrige hessische Sondervermögen hat unter dem Deckmantel der Corona-Pandemie nämlich leider auch schwarz-grüne Prestigeprojekte auf Pump durchboxen wollen. Das konnten und wollten wir Freien Demokraten gemeinsam mit der SPD durch die Klage vor dem Staatsgerichtshof verhindern. Das ist auch zum Glück gelungen. Wir sind sehr froh, dass insbesondere die CDU wieder auf dem Pfad der Tugend ist. Aber werter Herr Kollege Kaufmann, also das war ja in der Darstellung zum Verhältnis zur Schuldenbremse schon ein etwas verzerrtes Bild, oder ich habe es auch nicht verstanden. Aber wenn Sie schon vor Corona, das ist ja immer interessant, vor so Haushaltsberatung, guck mal, wie war das dann vor 2, 3 Jahren, was sind dann da für Reden gehalten worden, und vor Corona, da zerrten die Grünen schon an der Schuldenbremse. Gott sei Dank kam es nicht. Und wer war dann die treibende Kraft für die Schattenhaushalte? Wo sind dann die meisten Gelder hingeflossen? In die grünen Ministerien. Und Sie tun die Grünen hier darstellen als sozusagen Robin Hood gegen jegliche im Aussetzen der Schuldenbremse. Also da denke ich mal, verlassen wir uns lieber auf den Staatsgerichtshof, der da sehr deutliche Worte zugefunden hat. Und insbesondere war es sehr frappierend, dass gerade die Grünen waren, die all diese Debatten nicht im Parlament führen wollten, sondern lieber in schattigen Haushalten. Der Staatsgerichtshof hat, wie gesagt, eindeutig und es war sehr klar in der Verhandlung den Verstoß diagnostiziert. Ich sage das auch deutlich, weil es gibt schon wieder Lockrufe. Man müsste ja schon taub sein, wenn man das nicht hört. Und lassen Sie mich daher an dieser Stelle mal darauf hinweisen, welchen Rang die Schuldenbremse in Hessen hat und wie der Weg war. Das ist kein parteiliches von irgendeiner Fraktion. Dieses Haus hat eine Volksabstimmung auf den Weg gebracht. Die Schuldenbremse hat so Eingang in unsere Verfassung gefunden. Es ist der Wille der hessischen Bürgerinnen und Bürger, dass die Schuldenbremse Verfassungsrang hat und deshalb etwas ganz Besonderes, etwas Kostbares ist. Und ein solch wertvolles Verfassungsgut, das nimmt man nicht mal raus aus dem Regal und schubst es wieder rein, wie es gerade passt, in die jeweilige Parteipolitik. Schulden sind Ultima Ratio. Schulden sind Ultima Ratio und deshalb gilt für uns Freien Demokraten, eine ausgeprägte Schuldenallergie ist ein klares Gebot. Schulden sind nicht der Ausweg, sondern sind auch sehr unkreativ, Herr Kollege Schalauske, wenn man nicht zuerst, das setzt nämlich meistens mehr Kreativität voraus, den Willen zum Sparen hat. Und alle Ministerien sind aufgerufen, das zu tun, was wir momentan seitens der Politik den Bürgerinnen und Bürgern und der Wirtschaft entgegenrufen, sparen, wo es möglich und angezeigt ist. Ein solcher Sparwillen, Kostenbewusstsein ist aber, wie gesagt, bei den grünen Ressorts leider wenig zu erkennen. Und das ist wenig verantwortungsbewusst. Denn Schulden, egal ob jetzt im Schatten, im Kernhaushalt, was da noch für kreative Wortschöpfung gibt, der Finanzminister hat es sehr klar vorhin selbst dargestellt. Man sieht es ja auch wunderbar in den Zahlen der mittelfristigen Finanzplanung. Das Finanzministerium kalkuliert von 2023 bis 2026 mit einem Anstieg der Zinsausgaben von über 60%. Daher ist die schwarze Null im vorliegenden Entwurf eine wirklich wichtige Grundkomponente, das sagen wir durchaus, für einen soliden Haushalt. Sie ist aber auch entscheidend für eine generationengerechte Politik. Und daher werden wir ein Auge darauf haben. Für uns ist klar, wir dürfen künftige Generationen nicht belasten. Nachbesserungsbedürftig, das ist das Leitmotiv des Haushaltsentwurfs. Im Bereich Bildung 4.000 Stellen. Und, werter Herr Kaufmann, wenn was nicht Wahlkampf ist, Sie haben das gerügt,
Also 4.000 Stellen, wo einem jegliche Fantasie fehlt, wie man die besetzt. Ich sehe schon die Wahlplakate. 4.000 Stellen geschaffen, aber leider nur theoretisch. Die Landesregierung bleibt die Antworten schuldig, wie trotz der traurigen Bilanz der Vorjahre solche Zahlen gefüllt werden sollen. Das ist keine seriöse Politik. Und von daher, aber vielleicht können Sie es ja noch erklären in den weiteren Fachberatungen, wie Sie das machen wollen. Lassen Sie mich zum Schluss sagen, was wir aus Sicht der Freien Demokraten vor allem vermisst haben. Staatsminister waren es nicht, die waren ja reichlich vorhanden bei der Pressekonferenz. Wir vermissen geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung der Inflation, klarere Aussagen zur Wiederherstellung der angemessenen Beamtenbesoldung. Es sind nur erste Schritte. Das ist aber anscheinend nicht ein Schwerpunkt dieser Landesregierung. Stattdessen gibt es den Klimaplan Hessen. Viele der drängendsten Probleme, wir haben eine Inflation aktuell in Hessen von 9,4 %, überlastete Gesundheitsversorgung und eklatante Mängel in der Bildung. All das wird in dem Doppelentwurf nur halbherzig beachtet. Wir sehen keine Strategie zum Bürokratieabbau, keine Strategie zur Stützung der Wirtschaft. Wie soll das im Winter sein? Stattdessen finden wir wieder eine Kampfkasse. Das scheint ja auch so ein Lieblingsprojekt von Schwarz-Grün. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Und die werden wir noch genauer untersagen. Werte Kolleginnen und Kollegen, Max Frisch sagte einmal, Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss hier nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Wir Freien Demokraten werden uns das in den Haushaltsberatungen zu Herzen nehmen und mutige Vorschläge machen, wie der Wirtschaftsstandort, der Industriestandort Hessen vorankommt und wie wir angemessen mit dem Geld umgehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Schardt-Sauer.